Unsere Aufgabe ist, zur Besonnenheit auch zu mahnen, zur Einheit in der Gesellschaft, zum Miteinander, zur nüchternen, aber auch engagierten Nächstenliebe. Ein Beispiel zu setzen, dass Menschen zusammenkommen können, auch unterschiedlicher Kulturen, dass das möglich ist. Deswegen beraten wir ja in diesen Tagen auch darüber, welcher Beitrag kann das sein, von den Kindergärten in den Vereinen bis in die Schulen hinein, in der Sozialarbeit, in der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche. Wir können den Staat nicht ersetzen, wir sind nicht der Staat. Gott sei Dank, es ist ja nicht so vorgesehen, dass wir alle Dinge sozusagen ersetzen. Aber da, wo Möglichkeiten sind, wollen wir sie engagiert ergreifen. Und eben, wir sind, meine ich schon, haben den Auftrag in einer Gesellschaft, die, das macht mir wirklich Sorge, spannungsvoller wird im Miteinander. Zu sagen, was trägt uns gemeinsam? Was ist die Verantwortung? Und was ist die christliche Identität auch, auf das Fundament? Und das ist die Nächstenliebe. Und das ist die Verantwortung für den anderen, besonders für den Schwächsten. Damit ist auch nicht auf alles eine Antwort gegeben, ich weiß das schon, aber wir als Kirche müssen das wenigstens in Erinnerung rufen. Vergesst die Armen nicht, vergesst sie nicht, sonst verliert ihr eure Seele.